Firma Weintritt in Eisenstadt hier im Bild. Angeschaut habe ich den Tourneo Connect von Ford, umgebaut, um Rollstuhlfahrer mitzunehmen. Passiv, muss ich sagen, also kein Aktivfahrer für Rollifahrer. Der Wagen bietet sehr viel Platz. Er ist wirklich sehr groß, auch hier, wie man sieht, in den hinteren Reihen. Man kann die Sitze nach vorklappen und in den Boden versenken. Auch die Zweier-Sitzbank hinten. Der Rollstuhlfahrer hinten drinnen im Rollstuhl hat für die Füße genug Platz, auch für anderes genug Platz. Es ist natürlich auch alles vorhanden, dass der Rollstuhl vorne und auch von hinten gesichert wird. Zusätzlich ist hier zum Beispiel mit eingebaut, das ist diese Stange, die nach oben geht. Genau hier, das ist für Rücken und für Kopf. Beim Wegfahren, damit der Rollstuhlfahrer Sicherheit hat hinten am Kopf. Hier sieht man den Platz ohne Rollstuhl. Hier ist nun der Rollstuhl fertig verankert. Man sieht hier für Rücken- und Kopfprotektion bei Auffallunfall genauso, aber auch bei Beschleunigungen, dass der Kopf das nicht ausgleichen muss und mit dem Hals es Probleme gibt. Hier wird von hinten und von vorne, wie üblich eigentlich, der Rollstuhl verzurrt. Zusätzlich ist bei dem Rückengestell noch ein Dreipunktgurt vorhanden, das heißt auch der Rollstuhlfahrer hinten hat einen Dreipunktgurt. Hier mal, wie schnell der Sitz von unten nach oben geht und oben unten geht. Und hier der Gesamtplatz, wenn der Rollstuhl nicht mitfährt, man kann den nach innen klappen. Die Protektoren nochmal. Die hinteren Gurte mit dem roten Dreipunktgurt dann. Das ist die hintere Bank gewesen mit genug Platz für alle. Hier sieht man schön, da wird der Kopf und auch der Rücken gestützt, wenn der Fahrer beschleunigt. Es ist wirklich vorne und in der Mitte genug Platz und auch für den Rollstuhlfahrer. Es ist ein langes Fahrzeug mit langem Radstand. Kostet so, wie er hier gezeigt wird, ein bisschen über 40.000 Euro, wobei knappe 12.000 Euro der Fahrzeugumbau ausgemacht hat. Hier das Cockpit für den Fahrer, spielt natürlich auch alle Stückchen mit CD, Freisprecheinrichtung, Bordcomputer. Hinten zusammen auch hochgeklappt. Hier sieht man nochmal die Bänke vorne, wie sie im Boden reingehen. So schaut es innen aus, wenn hinten die Rampe hochgeklappt ist. Die Klappe, muss man dazu sagen, ist sehr, sehr leicht, um hochzuklappen und hält dennoch 300 Kilo aus. Die Außenspiegel sind sehr gut, man sieht zurück und auch nach unten. Die Einparkhilfen hinten sind natürlich eingestellt auf den Umbau. Somit ist das Fahrzeug wirklich nicht schlecht und von Ford eine Alternative zum VW.